Jetzt geht's los mit Packern. Gibt's kein Kindersitzli? Nein, hat kein Kindersitzli. Du musst leider draußen bleiben. Ciao zusammen, ich bin der Krigi. Ich bin normalerweise eher hinter der Kamera. Heute versuche ich es mal vor der Kamera. Heute geht es ums Thema Boden. Ein Großteil der Ackerflächen auf unserem Hof befindet sich auf Moorböden, also auf organischen Böden. Ihr seht, Andreas, mein Bruder, ist im Hintergrund schon fleißig am Backern. Und was es genau damit auf sich hat, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Erzähl mal. Ich schöpfe die Grube leer, die wir geöffnet haben, um das Bodenprofil anzuschauen. Was ist der Zweck davon oder wieso haben wir hier ein Bodenprofil? Wie ihr seht, ist das hier ein Moorboden. Wir wollten mal sehen, mit was wir es zu tun haben, auf welchen Böden wir eigentlich arbeiten und die Bewirtschaftung so zu gestalten, dass diese Böden langfristig erhalten werden. Jetzt weiter. Jetzt geht's los mit Packern. Opa! Und wie bist du da vorgegangen gestern beim Ausheben der Profile? Da waren wir zusammen mit einer Geologin und den Kantonsarchäologen. Wir hatten vorher festgelegt, wo es spannende Punkte gibt, zum Beispiel hier in einer Senke, wo der organische Horizont noch ziemlich dick ist. Und dann da drüben, wo es etwas höher gelegen ist. Und so haben wir einen guten Überblick über die ganze Fläche bekommen. Nachdem der Standort festgelegt war, habe ich zuerst die obersten 30 cm abgekratzt. Der fruchtbare Horizont, der hier liegt, der Oberboden. Das hier, der graue Sandhaufen, ist der Unterboden, den man zuerst wieder einbauen muss. Und dann, wie habt ihr das Profil angeschaut? Oder? Ja, dann haben wir einen Meter reingehängt und die Grenzen der Horizonte bestimmt und dann die einzelnen Horizonte noch genauer angeschaut. Woraus sie bestehen, also aus Sandton oder Schluff oder organischem Material. Mit Salzsäure haben wir geschaut, wo es Kalk hat, in welchen Horizonten. Und mit einem Farbdiagramm hat die Geologin den Gehalt an organischem Material bestimmt. Dann hat sie tatsächlich etwa 10-20% geschätzt, oder? Das weiß ich nicht. Das sehen wir dann, wenn wir die Resultate bekommen. Jetzt ist der Unterboden wieder drin. Und dieser Boden hier, wie man sieht, ist ein Moorboden, der seine Fruchtbarkeit dem Humus verdankt, dem organischen Material, aus dem er besteht. Ursprünglich war hier mal ein Moor und man sieht hier an dieser rötlich-schwarzen Knolle noch die Reste vom Torf. Hier hat sogar noch ein bisschen Struktur von diesem konservierten, jahrtausende alten Torf. Und durch die Bewirtschaftung während der letzten Generationen wurde der Torf aber größtenteils abgebaut und ist nun als CO2 in der Atmosphäre. Die Fruchtbarkeit ist auch nicht mehr so gut, wie sie damals war. Wir wollten wissen, ob noch etwas von diesem Torf vorhanden ist. Jetzt haben wir aber herausgefunden, dass es hier kaum Torf hat. Aber der Oberboden ist sehr reich an Humus. Und wenn wir ihn sehr intensiv bewirtschaften würden, also viel pflügen, viel Gemüse mit Hacken, und dann würde dieser Oberboden, der jetzt noch etwa 40 cm mächtig ist, dann würde der schrumpfen. Und am Ende hätten wir mit dem Wasser Probleme, weil durch die Schrumpfung des Oberbodens kommt die Oberfläche weiter nach unten. Und irgendwann ist dann das Niveau des Baches, der über die Drainagen diese Flächen entwässert, nicht mehr genug tief, um diese Senke hier noch trocken zu halten.
Also auch wenn jetzt hier nicht mehr viel Torf übrig ist, haben wir dennoch allen Grund, die Fläche schonend zu bewirtschaften, um den Oberboden in der Mächtigkeit, die er jetzt hat, zu erhalten, damit er fruchtbar ist und dass nicht mehr CO2 in die Luft geht. Und was ist so deine Idee, wie man das machen könnte? Also einerseits ist viel Wiese in der Fruchtfolge sicher eine gute Option. Und hier an dieser Stelle möchten wir sogar versuchen, die Drainagen temporär einzustauen mit regulierbaren Ventilen, damit wir die Fläche zeitweise vernässen können. Und in dieser Zeit würden wir die Fläche dann mit Rindern, mit einer robusten Rasse, in unserem Fall jetzt Galloway, beweiden und so den Boden konservieren, aber trotzdem noch Lebensmittel produzieren. Und in Zukunft könnte man die Drainagen auch wieder aktivieren und den Boden wieder als Acker nutzen, oder? Das ist so die Idee. Genau. Wenn wir ein trockenes Jahr haben zum Beispiel, dann können wir mit den Drainagen, wenn sie regulierbar sind, auch das Wasser behalten und mehr Grundwasser für die Kulturpflanzen hochstauen. Wenn wir etwas ernten möchten auf dieser Fläche zum Beispiel oder ansehen, haben wir immer noch die Möglichkeit, den Wasserstand wieder runterzulassen, damit die Fläche bewirtschaftbar bleibt und wir als Bewirtschafter auch die Flexibilität bezüglich der Nutzung dieser Fläche behalten. Wir wollen auf keinen Fall eine Fläche, die dann immer nass ist und auf der nur noch Naturschutz möglich ist. Unser Ziel ist es, ein Miteinander von Naturschutz und Landwirtschaft auf diesen Flächen zu ermöglichen und so den Boden zu erhalten, etwas Gutes für die Biodiversität zu tun und auch in unserem Interesse, den Boden langfristig fruchtbar zu erhalten. Jetzt werde ich den Unterboden noch ein bisschen gleichmäßiger verteilen in der Grube und dann den Oberboden wieder drauflegen und auch den andrücken. Und im nächsten Frühjahr gehen wir hier mit der Kreisellecke durch und säen Gras. Viel Spaß. Danke. Cool, dass ihr dabei wart beim heutigen Video. Wir überlegen uns weiter, solche Videos zu machen und würden uns freuen über eure Kommentare und auch Hinweise, was wir noch verbessern könnten oder was euch auch noch interessieren würde von unserem Hof. Wir freuen uns, von euch zu hören und bis zum nächsten Mal.